Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier, Smashburger-Time. Wir vergleichen Smashburger in Berlin und München. Wir fangen natürlich an mit Goldies. Die neueste Location, die noch nicht offen ist für reingehen, sondern nur to go bestellen, abholen. Junge. Es gab so ein Volt Special, zwei Burger. Also zwei normale Cheeseburger für 15 Euro und dann gab es die Pommes umsonst oben drauf. Das heißt, der kostet 57. Das ist schon ein stolzer Preis. Also 15 Euro gesamt, zwei Burger und Pommes. Super weiches Brot. Mein Gott, ey. Smashburger Kruste ist am Start. Das fehlt mir in München. Bisher hatte ich nur einen Laden. Entdeckt, der eine gute Kruste hatte. Smashburger Vergleich, damit fangen wir an. Ramen hat Berlin München zerstört. Check gerne das Video auch ab. Bisschen feucht hier. Ich finde ein wenig feucht. Die Gurke war jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht so geil. Der Bisschen war gut. Hammer. Aber ich gehe gerade so die Preise durch. Das kostet 57. Wir beschweren uns, dass Döner 57 mittlerweile kostet. Aber Döner hat schon, macht eigentlich schon meistens satt. Davon könnte ich, glaube ich, 5 essen. Ja, das Brot ist echt geil, Mann. Mein Gott, dieses Brot, ey. Leichter Pfeffergeschmack. Das Brot ist schon echt geil. Fleisch. Dieses McDonald's Cheeseburger Feeling. Aber in geil. Ich weiß nicht, ob der unbedingt besser ist als der letzte Smashburger in München, den ich hatte. Also wenn der besser ist als München, dann nicht um Welten, so wie bei Ramen, sondern ein Ticken besser. Aber geil ist er. Das geht auch so ein Tati. Ich dachte den noch nie. Aber Bürgermeister war auch geil. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, der hier ist so viel krasser als Bürgermeister. Pommes haben die ja eigentlich auch drauf. Auch gut. Aber sowohl den Burger als auch die Pommes hatte ich schon mal krasser. Also ich hatte schon mal Pommes, wo ich gesagt habe, boah. Und auch bei dem Burger war schon mal mehr, boah, dahinter. Aber trotzdem sehr gut. Yes. Nächster Burger. Schaut's mal, Leute. So, da haben wir ihn. Oh yes, Sir. Pommes, ihr wisst, kein Süßkartoffel. Ich habe ein Double bestellt. Problem ist, ich habe noch zwei auf meiner Liste, zwei Burger, die ich testen will. Aber ich muss ja das testen, was ich normalerweise immer esse. Und das ist halt Double Cheeseburger. Checken wir mal die Pommes. Oh.
Kruste nicht so stark, aber so saftig. Der Goldies dieses Mal war nicht so saftig. Klar, das ist eine andere Filiale, andere Location und so. War trotzdem stabil. Aber hier? Geile Soße. Hier hast du wirklich Befriedigung. Echt richtig fleischige Bissen, wo du dir denkst, boah, geil. Also bei dem denke ich mir nicht, okay, ich könnte 5 verdrücken. Okay, der andere war auch Single Patty. Ist gut. Sehr gut. Aber auch hier würde ich nicht sagen, boah, der ist liegen über Münchner Smashburger. Also den Unterschied habe ich nur bei Ramen jetzt so stark bemerkt. Auf jeden Fall einer der besseren, der wäre safe in der Top 5. Das war mir egal. Ein Geschmack von Fleisch, gut gewürzt, leichte Pfeffernote. Die Soße ist geil. Saure Gurke bemerke ich gar nicht. Also das ist ein bisschen voll. Der Salat, Tomate, Gurke, Caramelized Onions. Der haut schon rein. Gut, ein bisschen mit Gurke. Ah, stark. Nettes Extra, das hat aber Goldies auch gehabt. Muss man betonen, weil KFC hat sowas nicht mehr. Inflation kickt rein bei denen. Puh, war gut, aber ich bin voll. Ich habe random noch einen Burgerladen entdeckt, Leute. Den gönne ich mir jetzt als Abendsnack. Mais Video, ich weiß nicht, ob ihr das vor oder danach seht. War leichtes Abendessen, deswegen geht noch ein Burger rein. Und ja, dann gibt es morgen nochmal 2 Smashburger zum Testen, weil Loco Chicken wird verschoben. Wir verpassen um einen Tag den neuen Loco Burger, deswegen haben die mir das vorgeschlagen. Ja, lohnt sich nicht. Soll ich das lieber beim nächsten Mal kombinieren, damit ich effektiver bin? Ja. Nächster Spot, Leute. Sold out Burger. Da haben wir ihn, Leute. Bin gespannt. Pommes. Bisschen viel Brot, bisschen trocken. Jetzt direkter Vergleich zu allen anderen. Er hat eine Menge Brot im Mund. Ist nicht so geschmeidig, geht nicht so runter wie Butter. Nicht so weich und saftig wie bei den anderen. Ist eher so ein fetter Klumpen im Mund. Aber guter Geschmack, guter Fleischgeschmack. Gute Kruste. Dieses Brot hier, das ist zu viel. Ja,
Ja, das sieht echt ganz schön groß aus. Es ist ein sehr brotiger Bissen, ja. Also, die untere Seite ist ziemlich geil. Sieht ein bisschen trocken aus, das Brot. Mhm. Also, ich weiß nicht, wieso die obere Seite so fett ist und die untere so klein. Aber wären beide Seiten so, wäre auf jeden Fall besser. Weil Fleisch kann. Fleisch kann was. Sind die Pommes? Pommes sind okay. Besser als gestern Abend. Schlechter geht ja kaum. Unten zwar geil, Leute, aber böse fettig unten. Und oben ist halt trocken. Schau, Gurke kommt ganz klar. Das Brot oben ist halt. Also von allen Smashburgern bis in Berlin. Der schwächste auf jeden Fall. Und im Vergleich zu München, München kann mehr als der hier zumindest. Immerhin haben sie sowas hier, Leute. Immer geil, ich sammle die. Aber Ketchup 1 Euro extra. Und Cheese sogar 4. True. Zurück aus Berlin. Burger in Berlin. Stark auf jeden Fall. Vor allem Goldies immer stark, aber auch die anderen. Leider war ich nicht bei All In, den habe ich leider nicht mehr reinbekommen vor meiner Abreise. Ich war da zu voll. Nächstes Mal. Aber die Differenz, das Level ist gar nicht so viel größer, härter, unterschiedlicher als in München. Das allgemeine Level, genau wie bei Döner, wobei bei Döner ist auch da die Differenz ziemlich hoch, aber der Durchschnitt ist höher. Da gibt es viel mehr gute, solide, geile Burger in Berlin. Wenn man jetzt die Burger, Top-Burger mit Top-Burger München, Top-Burger Berlin vergleicht, dann ist die Differenz nicht so hoch. Aber wenn du jetzt sagst, hey, 20 Burgerläden in Berlin versus 20 Burgerläden in München, da merkt man vielleicht schon einen Unterschied, weil, sagen wir mal, Top 3 Berlin, Top 3 München ist schon näher dran. Aber dann so Top 20, Top 30 Berlin versus Top 20, Top 30, ich weiß nicht mal, ob München überhaupt Top 30 hat. Da merkt man dann einen Unterschied. Wir sind zurück in München. München wird jetzt weiter rasiert. Auch wenn es hier nicht wirklich was zum Rasieren gibt. Über Like, Subscribe, kommentieren, check die Videos und folgt mir gerne auf Instagram und TikTok.